herzlich willkommen zu Haiger unterwegs. Ich bin hier in Allendorf am Gelände des MSC Wachenberg, dem Motorsportclub, den es hier in Allendorf gibt, die oft hier auch Motocross-Rennen in der Vergangenheit veranstaltet haben und hoffentlich auch immer wieder mal veranstalten können. Auf diesem Gelände gibt es sehr, sehr interessante Strecken, wenn man mit dem Motocross-Rad unterwegs ist, wo es richtig hügelig zugeht, wo es Schanzen gibt, wo es Löcher gibt, durch die man durch muss, wo es auch mal Schlammpfütze gibt und vieles andere mehr. Und das sind so Strecken, die eigentlich genau das auch sind, was uns in unserem Leben begegnet. Da sind Strecken dabei, die schön gerade zu fahren sind, wo alles easy geht, wo ich richtig Gas geben kann im Leben. Und dann gibt es aber auch Strecken, wo es richtig holprig wird, wo ich runter muss, wo ich hoch muss, wo ich Berge erklimmen muss, schaffen muss, wo ich es mit Vorsicht ins Tal schaffen muss, wo ich gucken muss, dass ich die Kurve kriege im Leben. Im Leben und im Glauben ist das dann, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Denn auch hier geht es darum, dass es immer wieder Herausforderungen gibt, Wegstrecken, die uns ziemlich fordern, Wegstrecken, die richtig krass sind, die manchmal auch dazu führen, dass man einen Sturz hinlegt. Die Frage ist, stehe ich wieder auf? Die Frage ist, kriege ich die Kurve? Die Frage ist, schaffe ich durch das Tal, durch das Loch durchzukommen? Schaffe ich den Berg hoch, ohne dass ich einen Unfall baue, liegen bleibe, verunfalle? In der Bibel, in Psalm 37, Vers 5 steht, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Also vertraue Gott deine Wege an, setz deine Hoffnung auf ihn, er wird's gut machen. Und das wünsche ich mir und auch jedem, der diese kleine Andacht jetzt hier hören kann, dass wir, wenn wir am Motocross-Gelände vorbeikommen, daran denken, Gott ist der, der einen Weg für uns kennt, einen Weg für uns weiß, dem ich meine Wege anbefehlen darf, dem ich sagen darf, was ich brauche auf meinem Weg. Ihm darf ich mich und meine Wege anbefehlen. Und ich darf auf ihn meine Hoffnung setzen, dass er mich auf diesen Weg nicht allein lässt, dass er mich ans Ziel kommen lässt, dass er mir hilft, auch die Steigungen und die Täler durchzustehen, dass er mir genug PS gibt in meinem Leben durch seinen Heiligen Geist, damit ich die Strecke bewältigen kann, die vor mir liegt. Er wird es wohl machen, er wird es gut machen. Darauf will ich jedenfalls gerne hoffen. Ich hoffe, das macht Mut für die Wege, die vor Ihnen, vor dir liegen. Lassen Sie uns beten, dass Gott uns hier einen Weg bahnt, den wir gut fahren können. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte, dass du uns niemals aus dem Blick verlierst. Du kennst unsere Wege. Trotzdem wollen wir dir unsere Wege anbefehlen, dich bitten, dass du, wenn wir dir unsere Wege anvertrauen, uns die Wege ebnest. Und da, wo die Wege eben nicht eben sind, wo es auf Berge raufgeht, was uns Kraft kostet, wo wir in Täler runter müssen, die uns völlig fordern und wo wir richtig vorsichtig sein müssen, wo es Kurven gibt, die wir bewältigen müssen, da bitten wir dich um deine Begleitung, um deine Wegführung, um deine Hilfe, um deine Kraft, um genug PS in unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist, damit wir an deinem guten Ziel ankommen. Du gibst uns auf der Wegstrecke das, was wir brauchen. Du lässt uns nicht alleine, du bringst uns ans Ziel. Darauf wollen wir unsere Hoffnung setzen, dass du es gut machst. Amen.